So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir haben ein Krypto-Ho-Oh-Raid gemacht, ein Raid-Video mit Hannes, aber ohne Hannes, weil sein Zug ja nicht gekommen ist. Wir haben die Rocket-Forschung, beziehungsweise die, verborgene Schätze, verlorene Schätze, ich habe keine Ahnung mehr, diese Ticket-Forschung zum Rocket-Event. Was wir von Henry Nicky bekommen haben, haben wir auch abgefertigt in einem Video. Das waren wieder 4 Kapitel. Die haben wir abgearbeitet. Wir machen fleißig Rockets. Wir verlernen Frustration. Wir machen alles. Aber ein was steht noch aus. Denn neben Krypto Ho-Oh gab es auch Krypto Kyokre. Den aber nicht in Raids. Den gibt es von Giovanni. Wer also einen super Rocket Radar hat, kann von Giovanni momentan Krypto Kyokre bekommen. Ich habe natürlich in der Forschung einen bekommen. Es gab ja im Spezialtab diese zeitlose Reisen. Das ging weiter. Auf der 11. Seite hat man einen super Rocket-Radar bekommen, wenn man jeden Rocket-Boss einmal besiegt hat. Dann musste man nur noch Giovanni finden. Man musste Giovanni besiegen. Und dann hat man die Begegnung mit Krypto Kyokre. Jetzt habe ich das Glück, das ist der Challenge-Tisch, wo ich sonst beim Hannes immer gesessen habe. Und wenn ich hier gedrückt habe auf den super Rocket-Radar, seht ihr, das sind genau an beiden Dingern, die hier sind, 2 Giovannis. Der linke war ein Täuschrüpel und der rechte davon, direkt am Challenge-Tisch, war Giovanni. Direkt also neben der Haustür sozusagen. Wir gehen jetzt hier drauf. Ich habe immer so ein Team gehabt mit Lucario, mit Despotar, mit, eigentlich hatte ich früher Regirock zum Schilde rausloggen. Ich habe mir jetzt was ganz anderes ausgesucht. Wenn ich hier drauf gehe, RRR. Ich brauche ja einen Typ Kampf-Pokémon gegen sein Normal. Am Anfang hat er immer Snobilicat drin. Da nehmt ihr am besten also Lucario zum Schilde rausloggen und auch eben Typ Kampf gegen Normal zum kaputt machen. Das setze ich aber erst an Stelle Nummer 2, damit, wenn der Kampf startet, ich auf Lucario erst reinwechsel. Dann habe ich nochmal 10 Sekunden gespart. Also 3. 10 oder 3, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also 3 Sekunden, wo der Gegner einfach nichts machen kann. An zweiter Stelle hat er so gut wie immer ein Boden-Pokémon, deswegen habe ich dann immer an zweiter Stelle ein Wasser-Pokémon gehabt, so wie Kyokre. Weil ich ja eigentlich gar kein Kyokre habe, habe ich mir jetzt hier dieses Sumpex mal genommen. Das hat Random EV aus dem Glückstrade, das hat aber auch Aquahaubitze als Attacke. Und da Kyokre jetzt das letzte Pokémon von ihm ist, das ist ja Wasser, habe ich einfach geguckt, was habe ich denn so als Elektro da? Da ist mir so ein Krypto Ampharos unter den Nagel gekommen, habe ich mir unter den Nagel gerissen und möchte damit jetzt gegen Krypto Kyokre antreten. So, wir gehen jetzt hier drauf, wir starten mal den Kampf gegen Giovanni. Ich habe nur diesen einen Super Rocket Radar, ich kann also nur ein Kyokre abholen, da ist schon Snobili Cut. Wir gehen jetzt hier drauf, wir wechseln direkt auf das Lucario Steigerungshieb, lädt ja immer relativ schnell auf. Wir brauchen hier auch gar nicht drücken, der schildert ja eh, ihr lasst das also einfach durchlaufen. Dann mach mal weiter, der Gegner kann nämlich wieder 3 Sekunden nichts machen. Eure Attacke wird jetzt aber sowieso stärker, also euer Angriff wird verstärkt, der macht mehr Schaden. Und das ist egal, was als zweites kommt, das kriegt dann ordentlich auch eine draufgesammelt. Ich habe jetzt noch ein anderes Lucario gehabt, das hatte auch Spukball. Da hätte man auch was mitmachen können, aber ich werde das alles jetzt mit dem probieren, was halt einfach nur Steigerungshieb hat. So, jetzt warten wir kurz. 1, 2, 3. Oh mein Gott, der hat schon reingehauen. Also ihr seht, das ist schon brutal. Es ist natürlich wieder ein Boden-Pokémon. Gleichzeitig ist es aber auch Drache. Wir werden uns jetzt weiter aber mit diesem Lucario hier versuchen durchzukämpfen. Der ist wieder fertig auf Steigerungshieb. Wir gehen wieder drauf. Was hatte ich jetzt zweites? Wasser. Wasser gegen Boden. Möchte ich aber dann erst einsetzen. Oder warte, wir können... Ach, wir hätten jetzt eigentlich schon auf Sumpex wechseln können. Dann hätten wir ja nochmal die 3 Sekunden plus gehabt. Na egal. Wir gehen jetzt einfach hier rein und Sumpex muss jetzt Lehmbrühe fertig machen. Wir gehen nicht mal auf Aquahaubitze, wir gehen einfach auf Lehmbrühe, weil das schneller fertig ist und spammen jetzt hier die ganze Zeit rein. Das sieht gar nicht so viel ab, aber sein Angriff sinkt erstmal, der macht nicht mehr so viel Schaden. Wir gehen jetzt weiter hier hin. Jetzt müsste der gleich weg sein und ich weiß nicht, wie ich es mit dem Ampharos mache. Wir werden jetzt das Ampharos irgendwie aufheben. Na gut, jetzt Schilden machen wir auch. Also wenn man bedenkt, ich habe früher Regirock drin gehabt und Kyokre im Team. Das sind Legendäre. Jetzt habe ich keine Legendären mehr. Aber wusel mich hier trotzdem irgendwie durch. Nehm Aquahaubitze mit, um Aquahaubitze auf Kyokre zu zünden. Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
Wir müssten aber trotzdem bei Kyogre vielleicht den Angriff ein bisschen noch schwächen dann. Das heißt, den hau mal weg. Beim Kyogre, wenn das reinkommt, hauen wir trotzdem eine Lehmbrühe drauf, weil wir seinen Angriff ja schwächen wollen. Ich weiß nicht, wie oft man den schwächen kann, wahrscheinlich bis zu 3-mal. Das heißt, wir schwächen also einmal den Angriff, wir schwächen nochmal den Angriff dann. Ihr seht, das zieht so gut wie nichts ab. Das zieht so gut wie nichts ab, der Angriff sinkt, das ist okay. Wenn ich keine Attacken mehr habe und machen kann, dann gehe ich auf Ampharos, damit er Schaden macht. Und dann könnte ich bei Ampharos ja noch was abwehren oder ich könnte wieder zurückwechseln oder ich könnte irgendwas machen, ich weiß es nicht. Jetzt drücken wir hier nochmal drauf, wir machen es noch ein drittes Mal. Dann warten wir kurz und dann wechseln wir auf Ampharos, sonst kommt das wahrscheinlich gar nicht mehr zum Zug, weil die Lehmbrühe einfach so spammig ist, dass das hier alles reinbrescht. Jetzt auf Ampharos, jetzt müsste der wieder 3 Sekunden warten. Oh mein Gott. Wie ihr seht, der macht mega viel Schaden an uns. Wir machen so gut wie gar keinen Schaden bei ihm, also das ist nicht schön. Da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Ich muss sagen, ich habe noch nie mit Ampharos gekämpft. Man kann mega Ampharos basteln. Das sieht ja ganz gut aus, aber das normale Ampharos hier ist halt wahrscheinlich jetzt nicht so der Bringer. Ich hoffe, wir überleben das. Wir können auch einmal den Donnerschlag machen. Das müsste jetzt auch reichen. So, drücken nochmal hier ein bisschen was an. Nochmal einfach fabelhaft. Und er ist weg. Er ist weg. Lucario ist gestorben, aber ist egal. Lucario am Anfang. Ich hätte da gleich schon wechseln müssen auf mein Kyogre, um den Rest zu machen, dann hätte das auch überlebt, aber ihr seht, es ist auch mit denen möglich und das sind keine Level 50 Konda, zumindest nicht alle. Ich weiß es gerade gar nicht, ich habe gar keinen Überblick über mein eigenes Zeugs, ich habe jetzt auch nicht auf Wetterboost geachtet oder irgendwas. Wir haben ja 890, wir wollen jetzt versuchen auch mehr Bonbons rauszuschlagen, wir warten also extra. Wir nehmen eine silberne Sonana-Beere. Wir warten jetzt extra, bis der fette Wal hier rauskommt. Also hier rüberkommt. Das ist jetzt wieder so ein... Jetzt ist er in der Mitte. So, jetzt muss er nur angreifen. Was ist denn mit dem... Oh, was ist mit dem Bildschirm schon wieder los? Ich glaube, das liegt am Fingernagel. So, wir curven ein bisschen. Wir warten, bis der Kreis einigermaßen klein ist. Der Kreis ist klein. Dann curven wir halt jetzt. Hau nochmal drauf. Eigentlich ist der Kreis immer noch so groß. Aber der muss drin bleiben. Komm, 1, 2, 3. Und er bleibt wieder drin. Gefühlt beim ersten Mal bleibt er drin und er hat 2 Sterne. 5, 6, 7. Nee, 8. Das ist 8. Das ist 7. Und das ist 15. 8, 7 und 15, drücken wir mal hier drauf, nehmen wir den mal mit, also der ist richtig mies. Manche konnten schon 100er lösen, habe ich gesehen, manche haben richtig gutes. Den werde ich für die Sammlung jetzt hier drin behalten mit Kaskade, Frustration. Frustration können wir gleich verlernen, es ist ja hier so ein Event dabei. Drücken wir mal hier drauf, hat jetzt Surfer, halt mal nochmal rein, ja, wie gut halt das ist oder eben wie schlecht. Schreibt es mal rein, habt ihr ein Krypto-Kyogre euch geholt schon? Wie gut ist eures? Was hat eures für IV? Habt ihr da mit Wetterboost rumhantiert oder so? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.